Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf diesem Kanal. Wir schauen uns Bandage Brawler an. Auf das Spiel bin ich per Zufall gekommen, weil der Trailer ziemlich abgedreht ausgesehen hat. Und man dachte mal, das schauen wir uns mal an. Ja, was ist Bandage Brawler? Ja, du bist eigentlich ein Bandit. Du kannst richtig wie ein Bandit leben, inklusive Leute verarschen, Trinkspiele machen etc. Und das Goal ist halt, hier im Mittelalter-Setting halt zum Meisterdieb zu werden. Und nachdem es ein bisschen schräg ist, wie das Spiel diverse Sachen macht, da dachte ich mir, schauen wir uns das mal an. Okay, wir sagen hier neues Spiel und ja, ich möchte einmal ein neues Spiel machen. Okay, das sind die Steuerungssachen. Es ist eigentlich sehr überschaubar. Und ja, das Spiel startet erstmal direkt mit einer Schlägerei. Ja, okay. Achso, einfach komplett aus dem Kontext. Einmal ganz kurz die Steuerung einblenden. Und dann gibt's einfach schon mal voll auf die Mütze. Okay. Oh, da haben wir wohl einen Stuhl kassiert. Ich sag's euch, das wird noch viel, viel schlimmer. Ja, okay, also wir sind jetzt in einem Gefängnis und da ist einfach mal ein Huhn drin. Also man darf hier nicht zu viel hinterfragen. Okay, drücken Sie eh zum Sprechen. Hallo Kumpel, warum wurdest du in die Dose gesteckt? Du magst dich wohl auch sehr, was? Wir bügen jetzt hier nicht, Mann. Ehe ich mich versah, hatte ich... Das Huhn... Was hatte das Huhn schon? Eier. Kleine Kneipenschlägerei. Ich schlug ein oder zwei Wachen und hier bin ich. Aber was ist mit dir passiert? Warum bist du ein Huhn? Genau, schau, Bandit. Ich habe mich in einen Huhn verwandelt. Ich bin Chicken Puppy. Der einzige Nachteil an dieser Situation ist, dass ich aus dem Gefängnis nicht mehr entkommen kann. Ich schätze, ich habe das vor der permanenten Verwandlung in einen Huhn nicht richtig durchdacht. Permanent. Okay. Aber warum? Warum hast du dich in einen Huhn verwandelt? Weil ich es konnte. Und meine Tochter hat versucht, mich und ihre Kinder in den Tempel zu bringen. Und ich hasse es dort. Hast du dich wirklich in einen Huhn verwandelt, nur um nicht in den Tempel zu gehen? Nun, technisch gesehen hast du recht. Aber das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Und schließlich ist es gar nicht so schlecht, ein Huhn zu sein. Man kann hingehen, wo man will, morgens laut sein und die Leute werfen einen Samen zu. Aber leider kann man mit Flügeln keine Schlösser knacken. Ja. Also ich weiß nicht, ich würde mich, wenn ich die Wahl habe, jetzt vielleicht nicht direkt in einen Huhn verwandeln, eher in was anderes, aber gut. Wir konnten es passieren, dass du erwischt wurdest. Was hast du vor diesen ganzen Hühnersache gemacht? Also was machen wir jetzt damit? Ja, machen wir das da. Und ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich habe einen Plan und einen cleveren noch dazu. Siehst du den Idioten da draußen? Du stiehlst einen Dietrich und ich zeige dir, wie man ihn benutzt. Das ist nicht schwer. Ein zurückgebliebener Schimpanse könnte das... Was ist ein Schimpanse? er ist wie ein Mensch, aber schwächer, kleiner und weniger intelligent. Deshalb verdient er weniger. Das ergibt einen Sinn. Irgendwie schon. Also die Übersetzung ist interessant. Also ich habe es auf Englisch angezockt gehabt. Für mich. Und da passt der Text. Aber es ist, der deutsche Text ist spannend. Okay, ich hole den Dietrich, denn das Gefängnis langweilt mich. Alles klar. Um zu stehen, stelle dich hinter die Figur und nimm den Dietrich von der Wache. Ja, also mit Linksteuerung können wir hier so schleichen und können den hier so klauen. So, da, Midi. Sprich mit Papi. Oh Mann. So, da, heiliges Kanonenrohr, du hast tatsächlich den Dietrich gestohlen. Nicht schlecht. Du hast wirklich Potenzial. Jetzt musst du nur noch dieses Schloss öffnen. Klar, wie soll ich das machen? Ganz einfach. Man steckt den Pick in ein Loch, dreht sich nach links, dreht sich nach rechts. Schon ist die Zitrone gepresst. Warum müssen wir die Übergabe machen? Also, Text ist schräg. Stecken Sie Ihre Nase nicht in meine Privatangelegenheiten. Sie... Was? Sie? Schlampe? Konzentration. Verriegeln, knacken, drehen. Du bist... bist du in Kugeln hörst. Hast du's? Ja, okay. Also, ja, und er ist jetzt einfach weg. Okay. Also, es ist eigentlich so ähnlich wie in Skyrim. Man muss halt hier die richtige Position finden und
ja, wenn man umdrehen kann, dann hat man hier das Schloss offen. Ja, in der Ansicht sind die Sachen so geheiligt, was man so stehlen kann und was das dann wert wäre, wenn man es dann verkaufen würde. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal ein paar Sachen mit. Ja, klar. Das Buch schwebt einfach mal so vor sich hin. 30 Gold, 25, 20. Okay, wir nehmen natürlich nur die Sachen mit, die ein bisschen Wert haben. So. I, um zu betäuben. Alles. Aber Moment mal. Das sind die Lebenspunkte da oben und alles ist so bis 80% maximal ist und Lebenspunkte wieder erzulangen. Musst du Ressourcen wie Nahrung verwenden. Okay, und wir sollen mal blocken. Da der Kollege gekommen ist. Ja. Und weg ist er. So, haben wir hier noch irgendwas von Wert? Die Flasche vielleicht. Ja, 15 Gold, her damit. Sonst hier nichts Spannendes. Kann ich euch freilassen? Nö, ne. Ich würde sagen, das nehmen wir noch mit. Brot hier? Nö. Okay. Hier wieder raus. Oh, was willst du jetzt von mir? Wir machen Fortschritte, mein Freund. Nimm den Schlüssel von oben, dann können wir endlich diese Tür öffnen und entkommen. Ach ja, es ist Zeit für die Banditen. Stiehl den Schlüssel einmal nach oben. Ich sehe mich ja so oder so. Ach komm, wir machen einmal eine V drauf. Ja, also die Kämpfe sind ehrlich gesagt keine Herausforderung. Einfach nur linke Maustaste hämmern und gut ist. Mal schauen, ob sich das später noch ändert. Haben wir hier noch irgendwas von Wert? Ah ja, eine Flasche. Gut. Und da geht's. Und raus. Kleines Augenmerk auf U. Das geht halt auch, ne? Und N. Kann den Leuten einen Mittelfinger zeigen. Das ist so dumm. Oh Mann. Oh, lass mal schneller. Geht doch. Gute Arbeit, Kleiner. Aber du bist in der Stadt verbrannt. Dein Gesicht wird an jeder Litfaßsäule in der Stadt hängen. Du musst dich auf den Weg zum Banditenlager machen. Aber bevor du das tust, musst... Hallo, Katze. Bevor du das tust, musst du mir beweisen, dass du würdig bist. Und wie soll ich das tun? Lass sie mich das erklären. Du musst in das Haus einbrechen, das ich für dich auf der Karte markiert habe. Der Typ, der dort wohnt, ist ein Arschloch und hat einen seltsamen Fetisch. Er isst immer Käse in der Nacht. Er bewahrt ihn in der Truhe neben dem Bett auf. Stiehl ihn. Sonst noch was? Jawohl, ein echter Schurke muss vier Dinge beherrschen. Einbruch, Kampf, Handel und Diebstahl. Ich weiß bereits, dass du kämpfen kannst. Beweis mir, dass du auch alle anderen Dinge beherrschst. Wenn du das tust, werde ich dir sagen, wie du den Hass bekommst, der dich aus der Stadt bringt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir mal in dein Haus ein. Können wir das hier stehlen? Da liegt einfach Geld rum. Irritieren mit der Katze. Okay, das ist mal die erste Stadt hier, von der wir hier eigentlich weg sollen. Ich glaube, im Edit werde ich hier ein bisschen Musik runterlegen. Ist ein bisschen arg ruhig. Ist es das Haus? Ach, wir haben keinen Dietrich. Das ist jetzt aber schlecht. Wie komme ich da rein, wenn ich keinen Dietrich habe? Warte mal, ich kann noch Sachen stehlen. Oh, scheiße, das sind Wachen. Das ist doof. Kein Dietrich. Wo kriege ich einen Dietrich her? Moin. Hier.
Ihr habt eine komische Sprache. Was ist denn mit euch los? Okay, hier mal ein Doofmark. Kann ich mit euch was machen? Geht zum Sprechen, was wollt ihr? Zeig mir deine Ware hier. Okay, hast du einen Dietrich? Sieht nicht. Ah, da, Lockpick. Wie kann ich. Ach so. Muss ja erstmal Sachen hier verkaufen. Okay, ich würde mal sagen, das passt. Er hat 1885 Gold. Ja. Wir könnten jetzt auch hier wieder Sachen stehlen, aber wir haben da Wachen. Schade, dass sie keine echte Vertonung haben. Es ist so wie die Sims, halt nur in komisch. Beziehungsweise wisst ihr, wie sich das anhört? Als wenn die das Gesprochen einfach rückwärts abgespielt worden ist. So, da. Okay. Sachen stehlen. 10 Gold, 9 Gold. Ja, 22. Ja, nehme ich natürlich mit. 15. Ja, hier mitnehmen. Ah ja, was soll's. Nehmen wir auch das hier mit. Einmal die ganze Bude hier leer machen. Hey, was ist da oben? Noch mehr Geld. Geil. Hier, 15 Gold. Ah ja, komm. Gucken wir mal. Eigentlich, ich nehme jetzt mal hier alles so mit. Und schauen wir mal, wie viel wir da überhaupt mitnehmen können. Okay, zweimal der Käse hier. Bestiehlt zwei Passanten. So. Funktioniert. Okay. Ja, Funktionen, die man braucht. Ach, Inventar. Schauen wir da gerade mal rein, ob wir irgendwas mit Gewicht sehen. Wert der Gegenstände, Gewicht. Was kann ich denn maximal tragen? Cool, ich hab da paar Maßzeiger, alles klar. Einmal bestehlen. Dankeschön. Keiner was gemerkt. So, stiehl zwei Gegenstände von einem Marktstand. Ja, nichts leichter als das. Da ist Wache, das ist gerade ein bisschen doof. So, hier mal rein. Oh ja. Okay, so. Marktstand. Und dann das Gestohlene gerade wieder verkaufen. Moin, hätte mal Waren. Einmal das hier alles. Grün. Und yes, 440 Gold. Geil. Und stellt keine Fragen. So, geht zurück zur Puppy. Damit wir hier langsam mal rausgehen können. Okay, man hat es zwar nicht gesehen, aber okay. Zum. Kennst du die aerodynamischen Eigenschaften eines bestimmten Säugetiers? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, indem du auf Angriff drückst. Bitte was? Ja! Okay. Geht das auch mit dir? Mhm. Bestimmt passiert das auch in echt, wenn man das macht. Alles klar. Das Spiel ist schon mal nicht tierfreundlich. So,
So, alles erledigt. Was gibt's jetzt? Das ist gut gemacht. Kommen Sie später wieder. Ich habe vielleicht ein paar interessante Waren für Sie. Ich mache Ihnen ein gutes Angebot. Hä? Muss jetzt gehen. Gut, aber so genau brauchen wir diesen sicheren Pass. Das ist so komplett aus dem Kontext raus, aber okay. Hör zu, das ist Sache der Behörden. Ich kenne nur eine sehr interessante Geschichte. Und ich kenne keine. Was? Was sind das für Texte? Der Fürst hat drei Töchter. Sie sind alle etwas hässlich und zu jung für meinen Geschmack. Aber was sie haben, ist eine Menge Geld. Mit viel meine ich mehr, als jeder von ihnen wiegt. Und sie wiegen schon eine ganze Menge. Ich vermute, sie würden entführt und der Prinz ist es leid, Lösegeld zu zahlen. Er könnte das Lösegeld bezahlen, wenn sie nicht so lüstern wären. Zwei von ihnen sind bereits mit ihren singenden Verehrern durchgebrannt. Ein Junge, der singen kann wie ein Vogel, ist für eine Frau verführerisch als ein Sack voll Geld. Da kommen sie wohl nicht mehr in die Stadt zurück. Im Moment bitten sie die Prinzenpapa um Geld, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. Das ist nicht das, was der Prinz für seine Töchter wollte. Und dort haben wir den sicheren Pass. Daddy kümmert sich um seine letzte Tochter. Ohne einen sicheren Pass kann man die Stadt nicht verlassen. Das macht so gar keinen Sinn. Wenn sie entführt worden wäre, gäbe es weniger Probleme. Das hast du gut gemacht. Ja, okay. Ja, ist klar. Das klingt nach einem Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Vielleicht sollte ich doch den englischen Text wieder reinmachen. Alter, diese Katze. Die nervt. Entschuldigung. Also, geh in die Kneipe. Wo ist die Kneipe? Irgendwo da hinten. Oh, Kiste. Na komm. No. Oh, geil. 100 Gold wert. Ja, was mitnehmen. Kneipe. Was passiert, wenn ich da einen einfach mal so eine Ohrfeige gebe mit R? Oh. Alles klar, ich geh mal lieber. Hey, halt, das ist ein Flüchtling, schnapp ihn. Was schließt er sich? Nein! Dann weg hier! Alter, nein! Schnell, 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 schnell. Alter, werde ich den noch irgendwie los? Oder muss ich da kämpfen? Ich glaube, ich muss kämpfen. Okay, schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, das mit der Bewegung müssen wir auch noch mal ein bisschen üben. Das ist schon ein bisschen trashig. Okay, hier rein. Sieht doch gar nicht mal so ungemütlich aus. Kann ich das aufstehen? Warte mal, was passiert, wenn ich das Essen einfach nehme? Okay, die kriegen da gerade erstmal Panik. Wo ist der Barkeeper? Ach da. Moin. Laufen. Was kann der gute alte Joe für dich tun, mein müder Wanderer? Dir ein Bier besorgen? Oder Wein? Oder möchtest du vielleicht eine gutherzige Frau kennenlernen, die gerne von deinen großen Abenteuer hören würde? Kann ich das wirklich machen? Ich suche nach einem Kerl namens Tursa. Was? Tur. Ja. Irgendwas mit T. Kenne ihn nicht. Habe ihn nicht gesehen. Wissen Sie was? Ich habe meine Meinung geändert. Raus hier, du Flitzchen. Was? Warum? Oh, Wohltäter, sei nicht böse. Ich wurde von Papi geschickt. Papi wurde gefeuert. Er ist nicht mehr da. Und ich bin auch nicht. Was? Ich auch nicht. Oh, nun, vielleicht gibt es ein oder zwei Dinge, die wir besprechen können. Unser Betrüger ist heute nicht da. Aber weißt du was? Herr Mano da drüben, der mit dem leeren Glas sitzt, sollte etwas wissen. Sie hängen zusammen rum.
Sei einfach vorsichtig, der Kerl gewinnt immer, egal welches Spiel er spielt. Das ist beunruhigend. Danke für die Warnung, Joe. Ja, ich glaube, wir machen das auf Englisch. Sprich mit dem Spielleiter. Du bist der Spielleiter? Okay. Das verdammte Huhn hat dich geschickt. Nun, ich werde mich nicht verplappern, bis du mich beim Würfeln besiegt hast. Müssen wir das wirklich tun? Yep, Regeln sind Regeln. Bezahl sie und lass sie uns spielen. Also bezahlen sie und lass 50 Gold. Okay. Würfel-Minispiel. Willkommen beim Würfel-Minispiel. Kleine Wette, mittlerer Einsatz, große Wette. Ähnliche Kombination. Ja, wir spielen einfach mal. Bei diesem Spiel würfeln Sie und Ihr Gegner mit einem Satz Würfel und stoßen dann die Würfel des anderen gemäß den Regeln ab. Beginnen Sie damit, Ihre Würfel zu werfen. Jetzt wollen wir das Glück des Gegners sehen. Aha. Nach jedem Wurf des Gegners folgt die Konterphase. Jeder von euch kann die gegnerischen Würfel umwerfen, wenn ihr die richtigen Einheiten habt. Manchmal lohnt es sich, die eigene Kombination zu opfern, um den Gegner zu vernichten. Nach den Kontern erhältst du Punkte für jede Kombination, die du aufrechterhalten konntest. Einheitenwert. Schildträger, Pikinier. Ja, okay. Bogenschützer sind am meisten wert. Kontern lässt dich die meiste Situation überleben, wenn du einen wenn du die momentan irrelevante Einheit opferst. Das gleiche gilt für ihren Gegner. Konterschema. Um zu kontern, erziele auf einen deiner Würfel. Das ist dann die Würfel deines Gegners, die du kontern kannst. Klicke den Würfel deiner Wahl an. Versuche, einen Würfel deines Gegners zu kontern. Also ganz verstehe ich es nicht. Um so ganz zu gewinnen, musst du nach 3 Spielrunden mehr Punkte haben als der Gegner. Ich habe irgendwie mehr Punkte. Also jeder würfelt da quasi seine Einheit, wenn ich das richtig verstehe. Und dann schaust du, dass eine Einheit gegen die andere kämpft. Und der Bogenschütze ist höher als wie die Keule da? Was ist das jetzt? Ja, okay. Runde starten. Ich weiß nicht, ob ich das ziemlich oft spielen werde. Also, mal das mal so. Warte mal, Pferd hat 3 Punkte. Das Ding hat auch 3 Punkte. Das Teil hat 1 Punkt bei ihm. Ne, warte mal, das sind 2 Punkte. Das ist 1 Punkt. Machen wir das so. Du hast gewonnen. Okay. Danke, Badit. Aber unser Turash ist in einer anderen Taverne. Wenn du ihn findest, wird er dir wahrscheinlich helfen. Auf Wiedersehen. Wow, echt jetzt? Für die Info... Okay. Ja, dann gehen wir wieder raus. Es ist komisch, das Spiel. Ich weiß leider auch noch nicht, was das Spiel kosten wird. Ich spiele das Ganze vor Release. Aber ich momentan sage ich mal, alles bis 15 Euro okay momentan. Aber nicht teurer. Zweite Kneipe aufsuchen. Hi, Katze. So doof.
Echt? Ja, wo ist jetzt meine Kneipe? Irgendwo da hinten. Oh, hier. Was macht ihr das komische Geräusch? Oder kommt es von dem Haus hier? Okay, sehr schräg. Jedenfalls, Taverne hätten wir gefunden. Oh, kann ich die Sachen stehlen? Ach, nehmen wir gerade mal mit. Kann ich euch auch stehlen? Nee. So, rein hier. Sprechen Sie mit einem Betrüger. Achso, er da hinten. Okay. Moin. Was ist Ihr Anliegen? Mr. Turash, Papi hat mich in Ihre Richtung geschickt. Um Himmels Willen, Junge, sei still. Hier gibt es Wachen, die trinken. Was will das alte Huhn? Ich muss seinen Gefallen einfordern. Und was soll das sein? Ich habe genug von diesem Ort und möchte durch das Haupttor gehen. Ich brauche einen sicheren Passierschein. Man muckelt, du hättest einen. Hör zu, Kumpel, Papi mag dich vielleicht, aber für mich bist du ein Fremder. Mal sehen, was du so drauf hast. Wenn du mehr trinkst als ich, helfe ich dir vielleicht. Was auch immer passiert, passiert. Was? Okay, Trinkspiel. Willkommen beim Trinkspiel. Dein Ziel ist es, den ganzen Alkohol zu trinken, bevor dein Gegner es tut. Sobald du ihn ausgetrunken hast, kannst du ihn plündern. Okay. Die Regeln sind einfach. Zieh dir auf eine Flasche und drücke linke Maustaste. Aber Vorsicht. Die Flasche, die du trinkst, macht dich ein bisschen beschwipster. Du gewinnst, wenn dein Gegner vor dir auf den Boden fällt. Wähle jede Flasche mit Bedacht. Wenn du eine Flasche auslässt, hast du verloren. Okay. Ach, sobald ich keine Flasche anklicke, habe ich verloren. Okay. Ja, okay, probieren wir es nochmal. Holy shit. Yes! Na gut. Ich werde dir helfen, aber nur, weil ich dem Huhn einen Gefallen schulde. Siehst du den Kerl in der Rüstung, der bei einem leeren Glas sitzt? Er ist einer der Wachen, die hier nicht allzu beliebt sind. Er hat die Form, nach der du suchst. Das hat eigentlich keiner kontrolliert, oder? Diese Stadt macht mich fertig. Oder wirst du es hier lieben, mein Freund? Weißt du, was das Beste ist? Träume werden wahr. Ich kam als echter Kleriker her und jetzt verdiene ich mein Geld mit Lügen und Betrug. Ist das Leben nicht ein Geschenk? Ein Kleriker und ein Betrüger. Gibt es da einen Unterschied? Wow. Kleiner als du denkst. Also gut, du warst ein wirklich hilfreicher Betrüger. Betrachten wir mal dein Problem, mein Sohn. Was? Sie sagen mir, dass der Wächter das Formular hat. Wie willst du es bekommen? Brauchst du eine Ablenkung? Eine Schlägerei? Warte mal. Da gehe ich nicht hin. Ich kenne ihn. Was? Er kennt mich und er wird nicht reden wollen. Mach ihn alleine betrunken. Komm mit der Zeitung zurück. Ich warte hier auf dich. Bei dir klingt es so einfach. Ja. Okay. Wo ist die Wache? Er da. Machen wir da jetzt ein Trinkspiel mit dir, oder wie? Warum belästigst du mich? Du siehst durstig aus, guter Mann. Wie wär's mit mir, wenn ich dir ein Bier hole? Das werde ich nicht ablehnen, lieber Ritter. Warte mal kurz, da kommst du mir furchtbar bekannt vor. Zeste... Aha. Aha. Okay, Trinkspiel. Ja, okay, wirklich schwer ist es jetzt nicht. Das ist das Trinkspiel, falsche Suche nach Leuten. Wollte ich jetzt nicht plündern? Sicher denn. Wo ist der Pass? Hallo? Ah. Okay. Alles klar. So, ich hab das Teil. Aber so schlimm, hör zu. Du kannst diesen Trick so oft anwenden, wie du willst. Solange dein Kopf das aussetzt. Jetzt gib mir das Papier. Was jetzt? Scheint etwas zu fehlen. Das ist ein Passierschein für einen Tresor. Er muss gestempelt werden.
Das, mein Freund, kostet genau 2500 Geld. Das ist ein Schnäppchen, wohlgemerkt. Ich rechne nur die Kosten für die Bestechung ein. Was? So eine Summe habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Was ist es wert, dafür zu töten? Glaub mir, ich habe früher viel weniger getötet, aber halt die Ohren steif. Im schlimmsten Fall nehme ich das Papier selbst. Sprich mit Papi. Vielleicht besorgt er dir einen Job oder so. Also gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Erlaubnis A38. Es war irgendwie klar, dass er natürlich da die Nummer hat. Kann ich das nehmen? Ne. Ja gut, knapp 800 Geld, Gold, wie auch immer, haben wir ja schon. Ich würde sagen, wir werden mal hier irgendwo einbrechen. Oder hier Sachen stehlen. Oh, der reagiert gar nicht drauf. Okay. Oh. Okay, die wehren sich nicht sehr lange. Brechen wir doch mal hier ein. Ich würde sagen, wir nehmen da jetzt mal alles mit. Guten Tag. Keine Sorge. Ich nehme nur ein paar Sachen mit, ne? Also mich raten, du bist ein Held, der zufällig meine Gegenstände braucht, die mir helfen könnten, das müsste sie besiegen. Ja. Ich wusste es. Nimm dir, was du willst. Dank Leuten wie dir werden wir dieses mythische Übel besiegen. Ja, okay. Alles klar. Ich darf hier mal alles klauen. Oh ja, okay. Ich meine, es ist mal so. Danach ist alles aufgeräumt, ne? Jetzt so irgendwie eine große Challenge, ne? Hast du da oben irgendwie was von Wert? Sieht nicht so aus. Der arme Kerl. Noch ein Buch? Hier drin kann ich nichts machen. Gut, nehmen wir die Sachen noch mit. Ja. So, dann hätten wir hier mal aufgeräumt. Oh, da oben noch. Okay, jetzt war's es. Ciao. Nehmen wir mit. Bücher noch. Bis dann. Ich werde mein Papi wird dann irgendwas so in die Richtung sagen, ja, das muss dir halt irgendwie alles ergaunern. Ist eigentlich eh gleich da hinten. Okay, dich interessiert es irgendwie weniger. Moin. Oh, die Katze. Oh, schon zurück. Hast du das verdammte Papier? Ihr Freund hat eine zusätzliche Summe für seine Hilfe verlangt. Ich habe keine Ahnung, wie ich so viel Geld rechtzeitig auftreiben könnte. Ich würde ihm gerne helfen, ganz ehrlich. Ich habe nur nicht so viel Geld bei mir. Aber wenn du dir etwas dazu verdienen willst, gibt es ein paar Dinge auf meiner Liste, für die ich dir gutes Geld zahlen könnte. Da ich bereits einen Käufer habe. Meinst du, ich schaffe das? Sie sind jung und gerissen. Was weiß ich schon. Übrigens, während du einen Trick genommen hast, habe ich ein paar wertvolle Karten von einem Schwarzmarkthändler bekommen. Ich werde dir eine geben, um Geld für den Pass zu bekommen. Klar, wenn ich dafür Geld bekomme, werde ich das hier finden. Alles klar. Also Junge, eine Sache noch. Ich, vielleicht ist es ein bisschen langweilig geworden, ein Huhn zu sein. Es hat eine Stunde lang Spaß gemacht. Bitte finde Brady im Banditenlager und er wird dir helfen, das Antidotum für die Hühnermetamorphose zu bekommen. Ich werde gedacht, dass es
Dass es nicht so schön ist, ein Huhn zu sein. Gut, ich werde es tun. Ja, okay. Also, irgendeinen Schatz soll man finden. Schauen wir mal auf die Karte. Kann ich das... Oh, die Karte kann ich bewegen. Ich vermute mal, dass es hier wie halt so eine Instanz ist und dass es dann draußen weitergeht. Und das ist hier hinter der Kirche. Würde ich sagen, gehen wir mal so rum. Oh, eigentlich könnte man vermutlich in der Kirche richtig absahnen, oder? So, Schatz. Ah, hier. Du kannst Gold auf verschiedene Arten verdienen. Gegenstände stehlen und sie verkaufen. Spiele in Kneipen. Also Spiele in Kneipen spielen und gewinnen. Nebenquests abschließen, in Wohnungen einbrechen. Ja, was du nicht sagst. Na. Maximale Kapazität. Okay, wir müssen Sachen verkaufen. Shit, das sind Wachen. Die haben nichts gesagt. Hey, moin. So, zeig mir deine Ware. Sicherer Pass, Gesundheitstrank. Ach komm, alles verkaufen hier. So, komm, geht schon. So, goldener Kelch noch. Ja, auch weg. Hast du? Ja, du hast. Das kaufe ich wiederum. Okay. 1532 Gold. Geil. Ja, dann haben wir jetzt schon genug Geld. Geht zurück zu Conan. Mach mal. Nice. Dann raus aus dieser Stadt. So, lieber Junge, Servus. Laufen. Muss ich das nachziehen? Es wäre besser für sich, wenn es nicht täte. Ich bin ein Profi, kein Gauner. Das ist doch ein Wort. Hör zu. Während du wie eine Katze in Not durch die Stadt gelaufen bist, habe ich es geschafft, uns die verdammte Marke zu besorgen. Hier, benutze dieses Stück Papier. Was auch immer passiert, passiert. Ja, zeige der Wache das sichere Geleit. Ah, ja. Da haben wir aber gar nicht so viel abgezogen. Das heißt, ich muss jetzt noch jemanden bestechen. Das hat er ja vorhin noch so irgendwie angerissen. Warum steht sie da? Macht sie Stress? Die Gang und ich brauchen etwas Geld. Das wird doch kein Problem sein, oder? Ich muss die Zähne einschlagen. Das wird doch kein Problem sein, oder? Geil. Oh! So, war's das jetzt? Ah, ich glaube, das war's. Okay, tschüss! Raus aus dieser Stadt. Moin. Bleiben Sie da stehen, zeigen Sie mir einen Ausweis. Einen Ausweis sicher, hier ist er. Ja, scheint richtig zu sein. Anscheinend kann ich immer noch nicht lesen. Stempel ist aber in Ordnung. Ja, das bringt es dann voll, wenn du nicht lesen kannst. Wir werden nicht dafür bezahlt, schlau zu sein. Sie haben das Papier, sie können gehen. Hast du selbst beleidigt, aber okay. Ja, gut. Raus hier. Es ist schön, dass die Animation oder es geht im Hintergrund noch weiterläuft, während ihr hier lädt, ne? Ja, es ist natürlich kein AAA-Game. Aber ich dachte, ganz ehrlich, das Spiel wäre so ein bisschen herausfordernder. Was jetzt die ganze Diebesgeschichte so betrifft. Weil so ist es halt schon ein bisschen lax. Okay. Ich glaube, das mit der Musik ist ein Bug.
Es sollte eigentlich eine da sein. Was soll ich jetzt? Oh. Wir sind draußen. Geh zum Führen. Hä? Okay, da passiert irgendwie nichts. Ja, ist klar. Alles klar, wir hätten die Außenwelt. Schauen wir uns mal die Karte kurz an. Okay, da ist auch noch eine Stadt. Hey, das ist ja größer als gedacht hier. Okay. Moin. Also ich hätte jetzt nichts gegen eine... Oh, Kuh. Kann ich mit der Kuh irgendwas anstellen? Nee. Ist irgendwie nicht so cool, oder wie? Ja. Okay. Das Spiel ist verrückt. Erinnert mich so ein ganz klein wenig an Skyrim, das Ganze hier. Ja, das sieht doch schon mal nach dem Lager aus hier. Jetzt hier rein? Oder sollte ich hier vielleicht gar nicht reingehen? Nee, komm. Oder ist das vielleicht irgendein so ein Questplatz hier? Ja, also dass ich... Das mit der Sichtweite ist hier ein bisschen komisch, aber okay. So, wir sollen Brady finden. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Moin! Ich hab dich noch nie gesehen, Junge. Warum nimmst du meine Zeit in Anspruch? Ich habe im Moment viel zu tun. Ich bin neu im Lager. Aber ich war Papis Zellengenosse. Ich bin hier, um zu lernen, ein Bandit zu sein. Oh, wie geht es, Papi? Nicht so gut. Er hat sich in einen Huhn verwandelt. Dann wurde es ihm langweilig und jetzt will er aufhören, eins zu sein. Oh, dann braucht er ein Elixier zum Enthexen. Was? Unchickening? Was? Unchickening? Ja, das ist es. Ein Alchemist, der im Wald lebt, auf Badakturm, ja, irgendwas, sollte es haben. Alle nennen ihn Vandame. Aber ich warne dich, er ist seltsam. Er ist so gefühlt wie alle hier drin. Okay, ich werde sehen, was ich damit machen kann. Mach einen Platz für mich frei, Kumpel. Okay. Bei den Dingern kann man doch bestimmt irgendwas später machen. Also ich weiß, dass man dann unterschiedliche Waffen noch bekommt und einen Bogen etc. Das ist so dämlich. Das ist einfach dämlich. Ja, okay. Das soll es erstmal gewesen sein für Angezockt. Das ist so ja, ein etwas trashiger ja, Banditen-Simulator. Ich weiß auch nicht, was da noch so alles kommt. Wenn das Spiel so 10, 15 Euro kostet, maximal. Ich glaube, dann kann man es mal so zwischendrin machen. Aber ist auf jeden Fall kein Spiel, was man jetzt irgendwie ernst nehmen kann. Und Polish ist natürlich irgendwie auch nicht da. Wer weiß. Vielleicht wird das Spiel ja nur irgendwie interessant von der Story oder so her. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass da das mit dem Stehlen ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht wird es ja noch schwieriger, aber das jetzt hier am Anfang ist halt schon ziemlich einfach. Auch die Kämpfe sind halt überhaupt nicht herausfordernd. Aber es hat auf jeden Fall seine Momente.
Na ja, gut, für mich war es das erstmal. Ich hoffe, euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis bald und lasst euch nicht erwischen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.